Wunderschönen guten Morgen, meine Kinder, auch wenn 16 Uhr am Nachmittag ist. Dieses Video wird ein bisschen ein persönlicheres Video werden, weil ich euch heute meine geliebten Pflanzen zeige, weil ich bin 28, but actually in mein Herz 68. Pflanzen, Blumen sind eine Leidenschaft von mir. Meine Terrasse, mein Schlafzimmer, mein Wohnzimmer, die sind voll mit Pflanzen, wirklich voll. Solche Pflanzen sind ein bisschen wie ich, ein bisschen tot, aber ich gebe mein Bestes, dass sie überleben. Okay, als erstes zeige ich euch ein bisschen, wie meine Terrasse ausschaut. Wie ihr sehen könnt, ich habe actually Pflanzen wirklich überall. Wir haben auch hier, look at her, honey. She is. Don't look at me like that. Gorgeous. Wir haben eine Pflanze, die ich letztes Jahr geschnitten habe, and she really looks brilliant, incredible. Gut, sie hat bessere Tage gehabt, aber wir werden sie retten. Wir haben Geranien, dort wir haben Orchideen, hier haben wir meine geliebte Calathea. Das Geile an diese, am Abend, sie schließt sich. All diese Blätter, die jetzt so offen sind, gehen sie am Abend zu, weil sie hat ganz kleine Gelenke hier, wie ihr sehen könnt. Und am Abend, die stehen sich hoch. Actually, wie mein Ex-Mann. Er geht einfach hoch. Und dann sie schließt sich und sie kann schlafen. Diese Pflanze kommt aus Brasilien, wenn ich mich nicht täusche. Sie liebt es, wenn man sie mit ein kleines Spray auf die Blätter besprüht, das habe ich schon gestern gemacht. Plus, diese hässliche, sie liebt, wenn das Wasser abgestanden ist. Also kein frisches, kaltes Wasser, sondern abgestandenes Wasser. Und eigentlich, sie liebt nicht allzu sonnig, aber sie ist gerade voll in die Sonne. Normalerweise, wenn ich nicht da bin oder so, ich tue ein bisschen die Rollladen runter, so ist sie ein bisschen mehr geschützt. Könnt ihr sehen, wie viele Blätter das sie gemacht hat da unten? Also sie fühlt sich wohl. Manchmal ist sie ein bisschen trocken, das sieht man an der braunen Rand. But guess what, ich bin auch trocken, so guess what, Miranda. Hier haben wir noch eine Kaffeepflanze. Sie wird immer größer. Man sieht hier, diese sind neue Blätter, deswegen sind sie hellgrün. Und of course, sie ist ein bisschen trocken, weil jetzt momentan sehr viel Sonne reinkommt. Aber ich würde sagen, zu 90% ist sie perfekt. So ein, zweimal wöchentlich tue ich sie in die Dusche. Ich mache die Dusche an, ich sprühe sie volle Wasser und dann lasse ich sie ein, zwei Stunden entspannen, sodass sie das ganze überflüssiges Wasser rauswerfen können. Und dann, sie haben genügend zu trinken gehabt. Sie sind befeuchtet, aber nicht zu überfeuchtet. Dort haben wir eine Orchidee neben meine wunderhübsche Tapete und what is this? Das Ding am Fallen. I am in disbelief. Of course muss ich mich blamieren, dass das Bild gerade am Runterfallen ist. Ihr wisst, ich klebe meine Bilder nur mit Klebezeug. Ja, manchmal möchten sie weggehen. Bleib. Auf jeden Fall, das habe ich selber gemalt. In meinem Bad zeige ich euch zuerst. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pflanzen. Because I really said Pflanzen Queen. Das ist eine Calathea. Diese Pflanze, ich finde die Blätter auch so, so wunderschön. Dieses Blatt fühlt sich auch so, so weich an und so. Trotzdem so samtig. Ich tue es ja auch, wie gesagt, in der Dusche. Wie man sehen kann, ist es ganz gut, because she really said Blätter. Und ich denke, sie liebt ihren Ort hier, weil es ist sonnig, aber nicht zu sonnig. Gorgeous. Danach haben wir die, of course. Aber mein größter Stolz ist diese Orchidee. Diese Orchidee ist so, so wunderschön. Look at her, honey. Und diese Orchidee habe ich schon seit 3-4 Monaten jetzt. Und sie wird immer größer und sie wird immer hübscher. Wirklich, es gibt nicht eine Blüte oder nicht eine Blüte, die hässlich ausschaut. Oh, außer diese. Der Fehler, den die meisten Menschen machen, ist, wenn sie eine Orchidee haben, sie gießen sie direkt mit der Gießkanne in die Vase. Aber diese, die Orchideen werden ja in den Dschungel geboren. Und dort regnet viel, aber sie sind auf dem Baum drauf. Das bedeutet, das ganze Wasser, zu viel, geht von alleine weg. Deswegen, man sollte sie immer rausnehmen aus der Vase. Die Plastikbehälter hat ja Löcher unten. Und sie einfach auch in die Dusche stellen mit den anderen Pflanzen und dann sie gießen. Und dann ein, zwei Stunden warten oder auch in den Lavabo reintun, Wasser und dann abwarten. Weil dann kann sie sich befeuchten, aber sie ist nicht überschwommen, sagen wir so, von dem Wasser. Danach haben wir diese wunderhübsche Bitch. Alocasia heißt sie. Let me find out. Wait a damn minute. Oh, wir haben hier auch eine wilde Pflanze. Sie heißt Anita. Diese Pflanze hat etwas ganz Besonderes. Sie hat immer Popel in der Nase. Okay, ich muss einen Schluck Wasser trinken. Moment. Nicht nur die Pflanzen sollen gut hydriert sein. Ihr solltet auch genügend Wasser zu euch nehmen. Auf jeden Fall, ich habe mein Telefon gefunden. Die Pflanze heißt Alocasia.
Alocasia Pink Dragon. Circa einen Meter entfernt von einem Fenster platzieren und alle 10 bis 14 Tage durchdringend gießen. Und da haben wir sie, diese wunderschöne Alocasia Pink Dragon. Wie ihr sehen könnt, das ist ein neues Blatt. Das ist ein bisschen heller wie die andere. Die sind auch viel weicher. Diese sind viel härter, weil die mussten schon viel mehr durchmachen. Guess what, Miranda? Sie hat ganz spannende Blumen, Blüten. Ich weiß nicht, was sie wirklich sind, because sie sehen eigentlich wie so Spermien aus. Wirklich sehr lustig. Und die haben so harte Haare hier irgendwie. Das ist so hart. Wirklich, ich weiß nicht, was das ist. Und diese ganz tolle Pflanze hat mir eine Fan geschenkt. Und ich habe so Freude gehabt, weil, wie gesagt, ich finde, Pflanzen sind einfach wunderschön. Die machen gute Laune. Ich meine, Pflanzen sind Leben schlussendlich. Weil sie geben Sauerstoff. And honey, I really need the Sauerstoff. Hier haben wir dann 3 andere kleine Pflanzen. So Kokosbälle. Entschuldigung, meine Implantate. Ja, ich müsste diese nochmal gießen, weil sie sieht nicht so schlecht aus, aber sie ist trotzdem ein bisschen trocken. Sie ist ganz cute. Sie finde ich auch ganz, ganz süß. Keine Ahnung, was das für Pflanzen sind, aber sie hängen dort und die sehen cute aus. So, danach, wenn man raus aus dem Bad kommt, man sieht meine Birkin und meine Leopard-Lubis. Of course, gorgeous. Aber sehr wichtig, wir haben die Pflanze, die mich am meisten repräsentiert. Das ist eine Fake-Pflanze. Das ist eine Plastikpflanze. Really unnötig, aber sieht sehr cute aus. Und sonst, wir haben in meinem Wohnzimmer diese Pflanze. Ich habe sie vor 2-3 Jahren in Kaufland gekauft. Sie sieht voll gut aus. Ich habe wirklich keine Ahnung, was für eine Pflanze das ist. Gieße sie auch einmal wöchentlich. Irgendwas Richtiges mache ich, weil es kommen immer neue Blätter. Sie hat auch ganz schöne Licht von der Terrasse. Und meine Terrasse, wie ihr sehen könnt, ist wie auch mit meinem Schlafzimmer verbunden. Also ich kann einen Kreisel drehen eigentlich. Und wer braucht nicht einen Servierwagen mit Schuhe drauf. Wir haben hier meinen kleinen Kirschbaum. Das habe ich schon auch in meiner anderen Wohnung schon gehabt. Oh mein Gott, es fängt an Kirschen zu bilden. Ich bin tot. Mein Gott, du hast mich so erschrocken. Ich hasse dich. Ich kann nicht mehr. Das ist ein Babykirschbaum, also es wird nicht größer als 1,50 Meter, 2 Meter. Das Einzige, was ich merke, ich muss dann die kleinen Vasen ausschütten, weil das ist nicht gut, dass sie so viel Wasser drin haben. Aber in der letzten Zeit hat viel geregnet und deswegen sind sie halt voller Wasser. Gell? Und hier habe ich seit kurzem eine Nektarinenpflanze gekauft. Sie ist auch wohl schön am Werden und sie kann auch bis zu 1,80 Meter werden. Jetzt, ich würde sagen, sie ist noch, keine Ahnung, vielleicht 1 Meter, nicht mal ganz. Nicht ganz. Dann wir haben hier meine wunderschöne Rose. Diese hatte ich in meiner alten Wohnung auch abgeschnitten. Falsch, of course, aber sie kommt trotzdem. Sie hat noch nicht Blüten, aber sieht voll geil aus. Und hier haben wir auch 2 so wunderschöne von meinen Rosenpflanzen. Guck, wie schön sie ist. Ich finde Rosen auch so eine wunderschöne Blume. Und hier haben wir eine zweite. Und diese eben, wenn es regnet oder so, sie bekommen auch Wasser, weil sie draußen sind. And it's really, 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 really cute. So, meine Kinder, jetzt kommen wir wieder in den Punkt, wo wir gestartet haben. Meine Terrasse. Auf meiner Terrasse habe ich 2 von solchen Lebensbäumen. Die brauchen auch einmal wöchentlich Wasser. Und ich habe auch noch überall diese Veilchen oder Hörnchenfalten, wie die heißen, in ganz viele verschiedene Farben. Und diese kommen immer im Frühling und die sind meistens so ungefähr 2-3 Monate. Ganz schön. Ich finde, die Farben sind so, so hübsch und so unterschiedlich. Dann wir haben hier eine wunderschöne Geranienpflanze. Look at her, honey. Sie ist so ein bisschen wie die Raffas Plastic Cosmetics Verpackung Farbe, so einen Pink Korallen mit orangigen Stich. Dann hier haben wir eben die gute Dame. She is gorgeous. Und sie ist so wunderschön innerlich, dass sie sogar Blumen rausballert. Keine Ahnung, was das für Blumen sind. Wirklich, ich bin nicht so gut. Ich habe versucht, so viele Namen wie möglich herauszufinden, but I don't know. Und da haben wir auch wieder Eichen, Lebensbaum. Dann wir haben hier dieses Baum. Das ist ein Kartoffelbaum. Habt ihr das gewusst? Sie schläft noch, actually. Aber wenn es viel Sonne gibt und so, die ganze Pflanze ist wunderschön mit diese Blüten, richtig ein Traum. Aber man muss sie immer putzen halt. Wenn die Blumen tot sind, muss man sie entfernen. Das ist auch der gleiche Baum, aber diese hatte ich geschnitten. Das war nicht so eine gute Idee, aber sie kommt wieder und sie ist wunderschön und sie ist ganz toll. Sie ist tapfer. Zum guten Schluss haben wir auch hier noch Geranien, einfach andere Farben und die Pflanze dort sind auch Geranien. Ganz schön, oder? So, meine Kinder, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, es ist ein bisschen ein anderes Video gewesen, aber ich finde es sehr persönlich. Ich finde sie
immer wichtig, dass man nicht nur halt, keine Ahnung, oberflächliche Sachen macht, sondern dass man auch ein paar so Lebensabschnitte zeigt. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr meine Wohnung oder wie ihr mein Zimmer, vor allem meine Blumen findet. Gib einen Daumen nach oben. Very important, honey. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und of course, guck ganz die Werbungen durch, weil diese Pflanzen sind very expensive. Wir sehen uns zum nächsten Video. Habt ihr gemerkt, dass ich jetzt wieder angefangen habe, 2 Videos wöchentlich zu machen? Gefällt es euch? Mir schon. Love you. Big boobs.